Der letzte Sprecher für heute ist Sven Hallberg und er spricht über Zcash, die anonyme Kryptowährung. Und der Untertitel davon ist, zu schnell für mich. Also es geht um Zero Knowledge Proofs, also Beweise, für die man keine möglichst wenig Wissen braucht. Bitte einen Runde Applaus für Sven. Danke für die Einleitung. Vielen Dank fürs Kommen. So der kurze Untertitel ist ZK Snarks vor den interessierten Laien. Und vielleicht hat den Term schon mal jemand von euch gehört. So, bis zum Ende wisst ihr hoffentlich alle, wie es funktioniert und wie man eine Kryptowährung baut, die so ein bisschen wie Bitcoin ist, aber bessere Privatsphäre und Anonymität hat. Und ja, ein kurzer Disclaimer. Also ich kann euch jetzt nicht wirklich erklären, wie die ZK-Snarks funktionieren. Seid jetzt hoffentlich nicht enttäuscht, weil das wäre dann nochmal ein anderer Talk. Also fangen wir mal an. Zcash ist eine Kryptowährung, magisches Internetgeld und ja, so ein bisschen wie Bitcoin und es basiert auch auf der Bitcoin Codebase, also quasi ein Altcoin, so wie man es nennt. Aber abgesehen von vielen anderen Währungen und Coins gibt es halt wirklich neue Features, die es dem Protokoll hinzufügt. Und das ist hauptsächlich ein neuer Transaktionstyp, der halt es möglich macht, den Sender, den Empfänger und den Betrag des Geldes zu verstecken, zu verschleiern. Es gibt zwei verschiedene Adressen und die T-Adressen und Z-Adressen, T- und Z-Adressen. Und die neuen Transaktionen, also die privaten Transaktionen, werden mit den Z-Adressen durchgeführt. Das benutzt diese sogenannten ZK-Snarks. Es ist halt so mathematische Magie und die gibt es seit ungefähr 2010 oder seitdem wurden die zuerst zitiert. So ein bisschen Geschichte noch dazu. Zcash ist die Weiterentwicklung von zwei anderen akademischen Vorschlägen. Das eine ist Zero Coin und das andere ist Zero Cash. Und das Zero Cash, und das war dann schon fast so genau wie Zcash heute ist. Und man kann quasi sagen, Zcash ist eine Implementierung von Zero Cash mit halt Verbesserungen und Verfeinerungen. Viele der Erfinder von Zero Cash haben eine Firma gegründet, um jetzt da halt wirklich dran zu arbeiten und das zu starten. Und es hat dann auch seine eigene Altcoin. Und die sind wohl auch dabei, eine Non-Profit-Stiftung zu gründen, um das dann zu verwalten und fortzuführen. Also auch ein kurzer Disclaimer, ich bin jetzt da nicht involviert, also ich glaube nur, dass ich halt das halt halbwegs erklären kann und ja. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, deswegen geht es hauptsächlich um die technischen Aspekte des Systems. Es gibt natürlich auch andere wichtige Fragen, aber ich möchte nur sagen, wie das abstrakte System funktioniert, wie die Transaktionen aussehen, was versteckt wird, was vielleicht nicht versteckt wird, wie man die Gültigkeit einer Transaktion die ZK-Snarks dazukommen. Also falls ihr Bitcoin kennt, das ist halt
so eine Bitcoin-Transaktion, wie es aufgebaut ist. Also stellt euch mal Bitcoin vor, und ich will jetzt nicht wirklich in Blockchain reingehen, weil das brauchen wir jetzt auch nicht. Stellt euch einfach so eine lange Liste von Transaktionen vor, die halt öffentlich verifizierbar ist. Und das ist auch alles, reicht auch für den Talk, weil das Bitcoin-System halt das für die transparente Version benutzt wird. Und wir können jetzt einfach die auf eine individuelle Transaktion uns beschränken. Das ist eine Bitcoin-Transaktion, und dann hat man davon eine ganze lange Liste. Jede dieser Transaktionen hat verschiedene Inputs, also Eingangstransaktionen, und verschiedene Ausgangstransaktionen oder Outputs, die dann zu bestimmten Adressen hingehen. Und damit die Transaktion valide ist, muss man halt zeigen, dass man auch die Autorität hat, diese Inputs auszugeben. Und Input und Output müssen sich halt gegeneinander aufrechnen lassen, also die Balance muss halt aufgehen. Was ich schon mit Zcash gesagt hatte, sieht es fast genauso aus, außer es gibt den neuen Block am Ende, wo dann diese genannten Join Splits hinzugefügt werden. Und was die sind und wie man die überprüfen kann, ist halt so das Hauptthema des Talks. Wie sieht ein Join-Split aus? So, der Hauptunterschied zu Bitcoin ist bei den Zcash-Transaktionen, dass es halt durch virtuelle Coins transferiert wird. Weil es halt ein bisschen ironisch, weil es bei Bitcoin auch Coins heißt, obwohl es auch so heißt, wenn da halt nicht wirklich Coins definiert. Und wie man halt in dem Bild sieht, jeder Join-Split nimmt zwei Coins als Eingang und gibt auch zwei Coins wieder aus. Also die Eingangscoins sind dann halt nicht mehr valide, und dann gibt es zwei neue Coins. Warum zwei? Ja, weil es halt generell genug ist, wenn man nur eine nehmen will, dann kann man die andere auf Null setzen, und dann funktioniert es trotzdem. Man kann es halt dadurch sehr gut aufteilen und für verschiedene Sachen verwenden. Der wichtige Teil jetzt, und jede dieser Coins hat nun quasi ein Plaintext Nonce, die halt die Informationen beinhaltet über diese Coin, also den Eigner und andere technische Werte. Und diese Werte werden alle halt geheim gehalten. Die werden sind dem Eigner bekannt, aber sonst niemanden. Das Einzige, was halt in der Blockchain publiziert ist, als Teil des Join Splits, sind halt diese Nullifiers, die auf der linken Seite, und diese Commitments auf der rechten Seite. Diese sind eigentlich nur Nummern, die vom Klartext der Coins halt erstellt werden. Die Nullifier werden immer verwendet, wenn ein Betrag ausgegeben wird, und die Commitments, wenn es ausgezahlt wird. Diese Commitments können nicht zueinander gematcht werden, also zur Übereinstimmung gebracht werden, deswegen kann man die nicht verfolgen. Heißt Nullifier, weil das im Wesentlichen die Münze entwertet. Das ist hinterher keine gültige Münze mehr. Und das funktioniert ganz einfach. Ich kann das in diesem Bild erklären. Jeder Knoten im Netz hat einfach eine Liste von allen Nullfiles, den er vorher gesehen hat, und von allen Commitments, die er vorher gesehen hat. Und wenn ein Join-Split vergleicht einfach die Liste, die er schon gesehen hat, und nur wenn da etwas ist, was nur eine Münze ist, die noch nicht nullifiziert worden ist, dann ist es eine Münze, die was wert ist. Das braucht noch keine Zaubertricks.
Die Magie besteht drin, dass diese Nummer nicht aus der dünnen Luft gezogen werden, sondern diese Zahlen korrespondieren zu Münzen und gehören einem Eigner. Und wie das funktioniert, ist der Rest des Talks. Das ist, wie ein Joint Split im Detail aussieht. Das ist aus dem Paper eine Darstellung von Joint Split. Ihr seht, dass da eine Anzahl von Werten ist, über die wir uns nicht interessieren. Man sieht die zwei Nullifiers für die Eingabe von den Münzen und die Commitments für die Ausgabe von den Münzen. Und man sieht einen Wert namens RT. Das ist eine Zahl, die eindeutig die Menge der Commitments in diesem Augenblick eindeutig festlegt und die spezifiziert die Nullifiers. Das ist also die Wurzel des Merkle Hash Trees, falls ihr wisst, was das ist. Sonst, wenn ihr das nicht wisst, dann kümmert euch nicht weiter drum. Es ist einfach eine eindeutige Zahl, die die Existenz von Münzen bestätigt. Und zum Schluss, das Interessanteste ist das kleine Pi. Ein Beweis der Gültigkeit. Das ist eine Zahl, die mit einem Art von Prozess uns davon überzeugen soll, dass diese Transaktion eine gültige Transaktion ist und mit allen Bedingungen übereinstimmt, die wir von einer gültigen Transaktion erwarten. Und um zu motivieren, wie das funktionieren könnte, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, stellt euch vor, ich könnte jemanden davon überzeugen, dass ich ganz einfach weiß, den Kontext von diesen zwei Eingangsknoten und den zwei Ausgangsknoten, dass ich einfach jemanden davon überzeugen kann, dass ich diese Klartexte habe und diese zwei Nullifizierwerte mit den Eingangswerten übereinstimmen und die Commitments mit den Ausgangswerten übereinstimmen, dass die Bilanz stimmt und dass das alles mit dem Merkle Tree zusammenhängt. Es ist schon intuitiv überzeugend, dass wenn so ein Beweis existiert, dass es gut ist, und das ist im Wesentlichen der Spielplan. Um das präziser zu machen, das ist jetzt der Job, unsere Aufgabe. Ganz am einfach. Der Titel CK Snark wurde schon eingeführt. Er steht für ein Zero Knowledge Argument of Knowledge. Kompaktes, nicht interaktives Argument von Wissen. Ohne Zero Knowledge, quasi ohne Beweis, der ohne Vorwissen geführt wird, kann. Und das ist halt so die grob vereinfachte API des ZK-Snark-Systems. Also vielleicht kurzer Caveat, also es gibt verschiedene Aufbauten dieser ZK-Snarks, aber wir reden jetzt hier über die Version, die halt bei Zcash benutzt wird. Und das ist halt ziemlich interessant, wie das Setup gemacht wurde für Zcash, was so eine Woche vorher gemacht wurde. Das ist super interessant, aber wir haben da jetzt auch leider keine Zeit für. Also es waren viele Leute dabei und sie haben alle irgendwie dokumentiert, wie das funktionierte. Und das könnt ihr gerne online nachlesen. Das ist hier die Proof Procedure, also der Beweisprozess. Es gibt halt, man gibt Plaintext rein und der generiert dann diesen Pi-Wert, den wir dann weiter benutzen können. Und den können wir dann verifizieren. Und es sollte dann quasi das sollte uns davon überzeugen, dass der Beweis gültig ist. Ja,
dann gibt man das halt in Libsnark rein, also die Das gibt's Library. Auf GitHub. Und dann funktioniert das System. So, also um das jetzt konkreter zu machen, das ist so, da, hier geht es um das Join Split Statement schon wieder, und das ist dann die Ansammlung aller Sachen, die uns beweisen, dass die Transaktion halt valide ist. Der Prover kennt halt vier Notizen oder vier Werte. Der Eigentümer des Nodes, der Wert der Transaktion und zwei technische Parameter. Und das sollte diese Bedingungen erfüllen. Dass die Eingangsnoten ist im Merkle-Tree, das wird durch RT bestätigt. Die Nullifier korrespondieren zu ihren Eingängen und die Commitments korrespondieren zu den Ausgängen. Das ist ausbalanciert, die Beträge stimmen überein. Es ist autorisiert, die Ausgabe zu machen. Non-Malleability heißt, dass Join-Split ist eindeutig, und die Eindeutigkeit von Rho ist auch eine Pseudo-Zufallszahl sein. Nochmal zurück. Wie kodieren wir das so, dass das CK-Snark dass da sich ein Reim machen kann draus? Für Programmierer unter den Zuhörern wisst ihr, wie man manche Codes implementieren kann. Und dieses Bild in der nächsten Folie sollte bekannt vorkommen. Das ist boolsche Logik oder eine Schaltplan einer boolschen Schaltkreises. Das implementiert eine logische Funktion. Das ist einfach ein dummes Beispiel. Nimmt einige Eingänge auf der Links und kombiniert das durch boolsche Logik, durch boolsche Gates zu einem Ausgang. Jetzt, ihr wisst, dass das genug ist, um alles zu tun, was im Computer gemacht werden kann. Aber es stellt sich heraus, dass boolsche Algebra nicht so gut ist, weil alles auf Nullen und Einsen hinausläuft. Was CK-Snarks benutzt, ist ein arithmetischer Schaltkreis. Die Zahlen entlang der Pfeile sind vollständige Zahlen, und die Gatter benutzen nicht boolsche, sondern tatsächliche Algebra. Das ist ein anderes Spielbeispiel für eine Schaltung, die eine Arithmetik benutzt, so LabVIEW-mäßig. Und wir können diese arithmetischen Schaltungen auch dazu verwenden, um boolsche Operationen darzustellen. Und wenn ihr einfach betrachtet, dass die Eingänge einfach auf 0 und 1 reduziert sind, beschränkt sind, dann ist auch der Ausgang nur 0 und 1, und das ist dann boolsche Algebra. Das ist ein boolsches AND zum Beispiel. Hier ist das boolsche NOT zum Beispiel. Das ist 1 minus x, und das ist also, wenn x 0 ist, ist der Ausgang 1, und wenn der Ausgang 1 ist, dann ist der Ausgang 0. Wir können eine ganze Menge mit diesen Schaltungen machen. Wir können ganz alle möglichen Funktionen und Ausdrücke darstellen. Was wir in dem Join-Split-Aussage haben, sind Bedingungen, dass ein Wert mit dem anderen Wert übereinstimmen muss. So, wie kommen wir dorthin? Und damit führen wir das Konzept der Erfüllbarkeit ein. Wir schauen uns jetzt wieder diesen arithmetischen Schaltkreis an. Der ist erfüllbar, falls wir Eingangswerte finden für x und y, dass der Ausgang 0 ist. Warum 0? Weil das uns auf die Erfüllbarkeit von Gleichungen zurückführt. Zum Beispiel die Gleichung da oben. Wenn wir wissen wollen, ob das erfüllbar ist mit einem Satz XYZ, dann macht einfach eure Schulmathematik
Wenn er einfach darüber redet, wenn er anstatt anschaut, ob die Seiten gleich sind, dann formt das einfach so um, dass der linke Ausdruck einfach dem rechten Ausdruck 0 entspricht. Und Erfüllbarkeit ist dann gegeben, wenn dieser Ausdruck, wenn die linke Seite dann 0 wird, dann ist der Ausdruck erfüllbar. Dann sehen wir ihn als erfüllbar an. Und die ZK-Snarks erlauben euch nicht nur Erfüllbarkeit selbst, sondern auch die Existenz nicht nur die Existenz von irgendeiner Zuweisung, sondern es erlaubt uns auch es erlaubt uns auch zu beweisen, dass wir wissen, welche Zuweisung genau das jetzt erfüllt. Das ist unser Spielplan. Ihr habt jetzt ungefähr eine Vorstellung. Unser Plan ist, die Join-Split-Aussage zu kodieren, in formalen Gleichungen zu kodieren, die alle in eine arithmetische Schaltung umzuändern, das into ZK-Snark reinzustecken und dann das Wissen über die Knoten zu beweisen. Und hier sind die Zutaten von Join-Split. Wenn ihr darüber zurückdenken wollt, was... Ja, also hier sind die Inhalte, also Merkle-Hash-Trees, die Commitments des Schemas, die Pseudo-Random-Funktionen, die haben wir dann alle über SHA-256. Die kennt ihr bestimmt alle. Und dann müssen wir quasi arithmetische Schaltung für SHA-256 bauen und das ist dann die Basis für alles, was wir brauchen. Also wenn ihr euch SHA-256 anguckt, dann gibt es viele arithmetische Operationen und die Zcash. Zcash beruht darauf, dass alle Zahlen als binäre Zahlen dargestellt werden und alle Stellen können höchstens 0 und 1 beinhalten. Und nur wenn man eine direkte Repräsentation braucht, dann wird das mit einer arithmetischen Schaltung umgewandelt von binärer Darstellung in eine natürliche Zahl. Man kann auch zurückgehen mit einem kleinen Trick, auf den ich jetzt nicht eingehen will, um euch nicht zu verwirren. Ihr könnt auch sowas machen wie Bit hin und her schieben und Bit permutieren, indem ihr einfach die Verdrahtung permutiert. Das wäre ein Bit schieben um 2, also Division durch 4. Das kann man dann umverdrahten, damit das alles zwei Stellen nach rechts geht. Und das gibt euch schon eine gute Idee, was zu tun ist. Man guckt einen SHA-256 an und kombiniert den mit einer arithmetischen Schaltung. Und wenn das fertig ist, dann sieht es ungefähr so aus. Das ist vom Zero-Cash-Papier. Das ist ein ziemlicher Salat. Das ist, wird alles runtergekocht auf H ist SHA-256. Man sieht eine ganze Menge davon. Da ist nicht viel mehr dabei. Da ist eine Verbindung, eine Konkatenation dabei. Da sind Konstanten dabei, da ist reguläre Arithmetik dabei. Das unten ist das Balancieren, also dass die Bilanz stimmt. Und da ist eine Kontrolle für Overflow, für Überlauf und da ist eine Bedingung, dass die Commitments, also die Transaktion funktioniert, also die Ausgabe funktioniert wird und dass die Nullifier, die Eingabe, richtig übereinstimmt und nur das Merkle-Tree nachgucken, also ist der Merkle-Baum nachschauen, das fehlt, weil das nicht auf die Folie gepasst hat, aber das ist es im Wesentlichen. Fragen? Wir haben 7 Minuten für Fragen. So, kurze Frage-Antwort jetzt. Bitte stellt euch an die Mikrofone. Nummer 4. So, davon ausgehend,
dass es einen Bug gibt und dass jemand einfach so Geld erstellen kann mit der anonymen Währung. Gibt es einen Weg, wie die Community sehen kann, dass es halt viel mehr Geld gibt und also, dass es viel mehr Z-Coins gibt, als es eigentlich geben sollte? Nicht sofort, also nicht direkt. Und das ist auch was das Gefährliche. Also was man sehen kann, wenn mit den Joint-Split-Statements, was man sehen kann, ist, wenn sie ausgegeben werden. Also das System weiß jederzeit, wie viele Coins erstellt wurden und wie viele Coins ausgegeben wurden. Aber natürlich weiß man dann natürlich nicht genau, dann ist es nicht genau das, was du willst. Und dann gibt es halt Diskussionen darüber, das System weiter aufzubauen, um halt so eine Art normalen Account zu haben, wo dann jeder Knoten die Verpflichtung hätte, das Geld sichtbar zu machen und dann es wieder zurückzukommen. Und das gibt es aber nicht, das würde dann halt das verhindern. Eine Frage aus dem Internet. Könnte die Zcash-Blockchain sich splitten, also forken? Und ja, das könnte genauso passieren wie in Bitcoin oder in anderen Blockchain-Systemen. Also der Konsensusmechanismus und was dann den Fork verursachen würde, ist genauso gleich wie bei Bitcoin. Mikrofon Nummer 8. Ich habe mich gefragt, ob du dir so die ethischen Aspekte und die Finanzierungsaspekte angeschaut hast. Wenn ich mir das so angeschaut habe, also den Algorithmus, den sie benutzt haben, wie der Algorithmus Geld sammelt für sie, für die Entwickler und die Investoren. Es wird in den ersten 4 Jahren oder so 20% eingesammelt für die Entwickler und die Investoren und das hört danach auf und auch von allen je erstellten Coins sind auch danach irgendwie 10% für die Entwickler. Und was denkst du über diese Vorgehensweise, weil sie so quasi dass damit algorithmisch eine Ungleichheit programmiert wird? Ich kann nur für mich selbst sprechen, für meine eigene Interpretation. Und ich gebe zu, dass ich da nicht zu genau hingeschaut habe. Ich habe im Wesentlichen auf die technische Seite gesehen. Wie ich das interpretiere, ist, dass die das deshalb gemacht haben, weil um eine bessere Alternative zu haben zu einem Vor-Mining-Ding, also wo das Pre-Mining ist, dass die ursprünglichen Entwickler eine Währung erzeugen, Münzen erzeugen, die ihnen dann selbst gehören. Das heißt, dass die ersten paar Blocks Das ist dieses langsame Minen. Das heißt dann, dass am Anfang das Minen, also das Erstellen neuer Blöcke halt langsamer ist als bei anderen Blockchains zum Beispiel. Und das heißt dann, dass halt Early Adopters oder halt die Entwickler weniger Einfluss haben als in anderen Projekten. Und da sie das halt nicht haben, haben sie halt dieses 20% der erstellten Coins und der 10% der Gesamtcoins, das dann an die Entwickler geht. Und du hast davon geredet, dass es halt algorithmisch geschieht und wie ich das ethisch bewerten würde. Ja, ich würde halt sagen, sie haben es halt in den Algorithmus eingefügt, aber halt immer noch der Konsens bestätigt der das. Konsens des Netzwerks, der es bestätigt. Also man muss es ja nicht machen, man könnte auch die Software nicht ausführen. Also vielleicht gibt es schon ein alternatives Zcash zum Beispiel, aber soweit ich weiß nicht, aber es wäre ja möglich.
Also es gibt da eine große Diskussion drüber und es ist interessant, aber ja, das ist so meine Interpretation. Noch eine Frage? Mikrofon 7. Das hast du schon so ein bisschen angesprochen, aber ich frage mich so, was für alternative Zero-Cash-Möglichkeiten hast du dir schon angeschaut? Es gibt da zum Beispiel Monero, hast du dir das angeschaut? Also es hat einen anderen Hash-Algorithmus, aber ich kenne mich jetzt nicht wirklich mit Monero aus. Ich weiß nur, dass sie Ring-Signaturen benutzen. Es gibt auch Arithmetik. Aber ich habe jetzt mir nicht genau die Unterschiede angeguckt. Ich denke, dass die Privatsphäre-Sicherheiten, die sie geben können, weniger stark sind als die von Zcash, aber ich kenne jetzt nicht die Details. Okay, das ist es für heute. Vielen Dank und eine Runde Applaus für unseren letzten Talk für heute. Und das ist es auch von uns Übersetzern. Von